Grüß euch, der Feiner ist da und schön, dass ihr wieder eingeschaut habt zu Kochen mit Euda. Heute geht's weiter im inoffiziellen The Witcher Kochbuch und zwar machen wir halt Zwiebelsuppen. Und was wir für die Witcher Zwiebelsuppen brauchen, das schauen wir uns jetzt an. Für die Zwiebelsuppen brauchen wir folgendes und zwar brauchen wir eine Aubergine, wir benötigen eine Zucchini, ein paar Knoblauchzehen, 3 Zwiebeln, 4 Paprika, da kennt ihr euch die Farbaussuche. Empfohlen werden 2 gelbe und 2 rote. Dazu benötigen wir geschälte Tomaten aus der Dose, ca. 400 Gramm. Natürlich ist das Abtropfgericht weniger, aber wir benutzen den Saft dazu, daher ist es nicht so wild. Wir benötigen ein wenig Zucker. Wir brauchen Gemüsebrühe, und zwar ziemlich genau 1 Liter. Und dazu brauchen wir getrockneten Rosmarin, Salbei, Thymian, Salz sowie Pfeffer. Ein wenig Olivenöl, das muss ich noch holen, das habe ich mal wieder vergessen. Und eine Tube Tomatenmark. Oder eine halbe. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Servus. Ja, funktioniert. So, mich hat der Pixelmeier gerade überrascht, jetzt muss er mitkochen, weil sonst kriegt er nichts zum Essen. So, im ersten Schritt, der haben wir Aubergine in mundgerechte Stücke schneiden, das Ganze dann mit Salz ein bisschen streuen und ca. 10 Minuten schlackern lassen. Das mache ich. Hast du gerade geschissen? Na, aber das war asozial. Achso. Ins Mikrofon von Rübsen ist asozial. Nein, Schwarzeln hat keiner gesagt. Okay. Im zweiten Schnitt, oh, das darf der Pixel machen. Ah, man kriegt das Schneidebrett von mir. Ich nehme das kleinere. Messer darfst du da drüben nehmen, was du gerade lustig findest. Was muss ich denn schneiden? Zwiebeln. Ja, was da? Ich hab's befürchtet. Zwiebeln schein, halbieren in Streifen. Pixelmeier ist traurig. Ja, sehr. Der findet es total traurig, dass er mal essen muss. Ja, ich bin gerührt, dass ich es essen darf. Während jetzt die gesalzene Zucchini an der Seite steht und hier immer nur am Zwiebel schneiden ist, tue ich der mal als nächstes Paprika und Zucchini würfeln. So wie ein Knoblauchblur machen und auch würfeln. So schaut's aus. Es ist schön, dass ich nicht nur traurig bin. Ich bin traurig, weil ich dir was zum Essen abgeben muss. Ach so? Dass ich es nicht allein fressen kann. Das war auch nicht so schlimm. Übrigens, die Paprika ist aus unserem Garten. Dann nehmen wir uns einen Topf. Auch wenn im Rezept steht eine Pfanne, bin ich dafür, dass wir einen Topf nehmen, weil eine Suppe braucht Blut. Dann den wir ein bisschen Olivenöl erhitzen. So. Und wenn das warm ist, kommt die Schüssel mit Zucchini, Zwiebeln und Knoblauch da hinein. Wenn die 10 Minuten rum sind, wo unsere Aubergine-Würfel gesalzen ist, dann tue ich das jetzt einfach da drüben in so ein Sieb rein und lasse so lange drin liegen, bis das sie weiterverarbeitet werden muss. Ich tue dann noch ein bisschen mit dem Tuch drüber tupfen, aber das ist dann auch schon das höchste der Gefühle.
während er tupft oder schüttelt oder was weiß ich was, werden wir Zwiebeln, Knoblauch und Zucchini schon mal in den Topf. Wenn unsere Zwiebeln dann ein bisschen zusammengefallen sind und ein bisschen glasiger sind wie vorher, also so, dann kommen dazu unsere Auberginen, unsere Paprika. Paprika? Macht's gut. Macht's gut. Das Ganze lassen wir jetzt nochmal 5 Minuten anbraten. So. Jetzt der mal, das ist immer noch so geil, eine halbe Tube Tomatenmark mit hinein. Das heißt in dem Fall bis daher, oder? Also drei Viertel, die, da jetzt mal sagen, ungefähr von dem, was noch da ist. Das ist ins Blaue rein halt. Ja. Das wird jetzt unterkommen. Und dann können wir schon würzen. Schon so gut wie. So, dann gehen wir mit Salz und Pfeffer würzen. Als nächstes gehen wir unsere Tomaten dazu. Natürlich nicht das Abtropfgewicht, sondern alles. Und jetzt kommt dazu. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh. Ja, kannst jetzt da schauen, schau her, da. Ein Teelöffel Rosmarin, ein Teelöffel Thymian und ein halber Teelöffel Salbei. Das mit dem Teelöffel, das hätte man sparen können. Weil ein guter Kunde ist einfach. Ich mache das auch ohne. Ich mache das immer nach Gefühl. So einen Topf aus. Jetzt haben wir noch einen Löffel Zucker. Also aus die Finger raus, habe ich das gemacht. Ein Stück gesehen. Und dann schütten wir die Brühe drauf und lassen es 20 Minuten ziehen. Dann ist Anrichtzeit, Probezeit und Esszeit. Sagen Sie mal, deren Sie das auch essen oder ist das nur Show? Was das ist nur Show, das schmeiße ich alles weg. Show, oder? Ja. Das ist ein Ruhrwirt schon mal beim Bestellservice um, bestell uns Pizza. Ja, bitte. Scheiße, die ich hier fabriziere, kann noch keiner fressen. Das ist schon schlimm, nur dass ich mir eine Gabel von dem Dreck oder einen Löffel in dem Fall dann von dem Dreck ans Mal schämen muss. Das ist total widerlich immer. Gemüse und frisches Essen und. Ja, meine lieben Freunde, nachdem ich es mal wieder verpennt habe, das Anrichten aufzunehmen, wobei das nicht so schlimm ist. Ich habe einen Schöpflöffel genommen und habe es auf den Teller geknallt. Ist ja nichts dabei. Sorry, ich das halt nicht, aber es sei ja dahingestellt. Jetzt probieren wir schnell durch und dann schauen wir weiter. Mahlzeit. Jetzt hat es kalt. Für den Aufwand gebe ich diesem Gericht oder dem Aufwandswert lege hier bei 1,5 Punkten fest. Ist bloß ein bisschen Schneidearbeit. Da ist nicht ganz so viel dabei. Es geht auch relativ flott. Schwierigkeitsgrad sehe ich ziemlich genauso. Wenn man sich an die Vorgaben im Rezept hält, ist das überhaupt kein Problem, da ein sauberes Gericht rauszumachen. Deswegen ebenso 1,5 Punkte von 6. So. Geschmacklich möchte ich das Ganze bewerten mit. Ich bin ein bisschen Suppenkasch bei ihm, mag Suppen unheimlich gern. Ich bewerte das Ganze mit extrem guten 7,9 Hirnbrei-Bazletten von 10.
Sollte euch das Video gefallen haben, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Mir würde es gefallen, wenn es mal bei euch irgendwas in die Kommentare schreibt, wie zum Beispiel, wie hat es euch geschmeckt, wenn es nachgekocht hat. Vielleicht fällt euch auch noch irgendwas ausgefallen, was ihr mal machen sollt. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es hauptsächlich bloß uns. Pfiat euch und Baba. Euer der Feideuter.